Bist du auch ein Cosplayer? Nee, ich Fursuiter. Also bist du auch ein Furry? Ich bin Furry, ja. Seit wann machst du das? Etwas ein Jahr. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich weiß nicht, ich würde mal sagen, man hat es einfach mal gesagt. Ich möchte es ausprobieren, ich hatte Spaß dran, ich hab's gemacht. Also von daher, das ist immer so eine gewisse Affinität mit Katzen oder so, war mir immer schon irgendwo. Na, ich mag Katzen, ich mag Tiere im Allgemeinen. Und daher war dann die Katze vom Charakter her eigentlich auch naheliegend. Weil die Charaktereigenschaften von der Katze sind meiner Persönlichkeit sehr nah. Deswegen sage ich ja auch, dass eine Katze von mir zu meiner Persona eigentlich erfasst. Okay. Hast du selbst gemacht oder gekauft? Der ist gekauft. Wie viel hat der gekostet? Etwas über 3000 Euro. Wow. Das ist ein teures Hobby. Ja, es ist ein teures Hobby. Aber mal ganz ehrlich, was nützt einem all das Geld auf der Bank, wenn man davon nicht glücklich ist? Ich habe meinen Spaß. Ja. Ich habe meinen Spaß mit dem ganzen Hobby und ich kenne genug Leute, die auch sagen, warum gibst du so viel Geld aus? Und dann kommt meine Gegenfrage, wo hast du dein Geld ausgegeben? Und dann sagen die Leute, ja, ich habe mir ein Auto gekauft. Sag ich, ja, warum hast du dir ein Auto gekauft? Sag ich, ja, weil ich gern schnell fahre. Sag ich, ja, und wo ist jetzt der Unterschied zwischen dir und mir? Ich habe Spaß, weil ich im Suit rumrenne. Du hast Spaß, weil du schnell fahren willst. Wo ich habe mein Geld in die Kamera, die Mikros und die Fotokamera. Mir macht Spaß, Leuten ein Mikro ins Gesicht zu halten. Und ich habe mit meinem Hobby, ich mache anderen Leuten eine Freude mit meinem Hobby, weil sich Leute freuen, dass sie mich sehen und dass sie mich knuddeln dürfen. Wenn Leute mehr über dich erfahren wollen, wo können sie das machen? Hast du eine Facebook-Seite oder eine Webseite? Eine Facebook-Seite. Auf Facebook einfach Shinji the Cat suchen. Shinji the Cat. Okay. Einfach auf Facebook suchen. Da findet man meine Seite. Abschließendes Wort. Hast du was Bestimmtes zu sagen? Furries sind toll. Furries sind toll. Letztes Wort. Okay. Dann vielen Dank. Kein Problem. Ah, oh, wieder vergessen. Ja. Ich bin furchtbar darin. Wie hat dir die J-Con gefallen? Sehr gut. Okay, kurz und bündig. I'm not your mother, just